und damit willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. So, wir haben wieder Neuigkeiten. Es kommt eine weitere Waffe mit ins Spiel. Das schauen wir uns jetzt doch mal ein klein wenig. Ja, schauen wir doch einfach mal drüber. Was ist es denn? So, wir haben das nicht, sondern das da. So. Und jetzt gucken wir uns doch mal ganz kurz das Ding an. Also, wir haben hier diesen Crossbow. Und der kommt jetzt extra für dieses Share the Love Valentine's Day Event wieder zurück ins Spiel. Das ist ein bisschen abgeschnitten hier auf der linken Seite. Ne? Das ist ein bisschen breiter. So, soll wahrscheinlich mit dem 7.4er Update kommen, was jetzt am Dienstag, also heute dann im Laufe des Tages, eigentlich dann rauskommen soll. So, der wird jetzt für eine, ja, limitierte Zeit wieder im Spiel sein. Schauen wir mal. Ich finde das Ding eigentlich, also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so wirklich. Weil, um ehrlich zu sein, ich finde den Crossbow ziemlich schrottig. Ja, gefällt mir eigentlich gar nicht, das Ding. Aber ich check's einfach nicht so, oder ich kann mit dem Ding nicht umgehen, keine Ahnung, ich check's auf jeden Fall nicht, warum der vaulted, also warum der rausgenommen wurde. Also, naja. So, ja, dann ist noch was weiteres. Also wir gucken uns jetzt mal an, was so aktuell zum 7.4er Update zu sagen ist. Und das ist folgendes. Also jetzt heute im Laufe des Tages wird es ein paar Anpassungen mit dem 7.4er Update geben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich teilweise gut. Ja. Also, wir haben jetzt zum Beispiel eine Anpassung bei den X-Wings. Also wir haben hier, die Flugzeuge werden nicht mehr die Möglichkeit haben, durch Gebäude einfach durch zu smashen, also durch zu fliegen. Das finde ich gut, weil das ist ein Sorry, aber so ein Schwachsinn, ja. Ich meine, okay, das ist einfach ein Actionspiel, das soll ein bisschen Spaß machen, aber das ist einfach nur mega nervig, wenn die Leute mit ihren Fliegern überall durchfliegen. So, dann haben wir, ja, die Rocket Launcher werden nicht mehr in den Chests zu finden sein. Dann haben wir eine Anpassung, was die Ziplines anbelangt. Wenn du eine Zipline benutzt, dann wirst du wohl keinen Fall-Damage mehr bekommen. Und sollte eigentlich sofort funktionieren. So, dann haben wir die Hand-Cannon. Da wird der Schaden an Gebäuden oder Gebäudeteilen oder gebauten Dingern von 150 auf 100 reduziert. Dann haben wir beim Turbo-Building eine Anpassung, was das Delay anbelangt, das wird tatsächlich von 0,15 Sekunden auf 0,05 Sekunden herabgesetzt. Also jetzt kann noch schneller gebaut werden. Rocket Launcher, da wird das Nachladen von 2,52 Sekunden auf 3,24 Sekunden heraufgesetzt. So, und dann haben wir eine, ja, inzwischen wird man dann wohl im Edit-Mode auch crouchen können. Das sind die neuen Waffen. Einmal die Infantry Rifle und einmal der Cupid's Crossbow. Das sind so diese News, die es jetzt dann heute im Laufe des Tages irgendwann mit diesem 7.4er Update geben wird. So, dann sind wir hiermit auch schon soweit durch. Und jetzt gehen wir einfach mal in den aktuellen Tagesshop rein. Da ist das Sanctum. Nur ich finde den Sanctum ziemlich cool, muss ich sagen. Und der Sanctum kriegt von mir 8 von 10. Erinnert mich so ein klein wenig an Mortal Kombat. Oder an Gotham.
So, ich finde ihn auf jeden Fall mega cool. Und dann schauen wir doch einfach mal, was hat denn das Sanctum bei euch aktuell für Noten bekommen? Hier haben wir 4,04 von 5 bei 26 Votes, 58 Reminders. So, das ist der Sanctum. Dann haben wir die Moonrise Picke. Sieht ein bisschen aus, also passt auch wieder zu Gotham theoretisch. Sieht ein bisschen aus wie so eine Bat Picke. Ja, und die kriegt von mir auch 8 von 10. Ich finde, die sieht cool aus. So, und da haben wir aktuell... Wo ist es? 3,83 von 5 bei 6 Votes. 29 Reminders. So, dann haben... Da sind wir mit dem Sanctum auch schon durch. Dann sind wir beim Oblivion. Und der Oblivion, ja, ich finde, der sieht, das ist halt so die weibliche Omega-Version, die Omegante, wenn du so willst. Und das Ding kriegt von mir, sieben von zehn. Und da schauen wir doch mal beim Oblivion, wie es da aussieht. Da haben wir 4,35 von 5 bei 72 Votes und 159 Reminders. Das erste Mal ist das Ding am 8. Juli 2018 rausgekommen. Seitdem 7 Mal im Shop gewesen. So, dann haben wir hier den Criterion. Den finde ich persönlich nicht ganz so toll. Diese blau-orangenen Farben finde ich persönlich passen nicht so cool zu diesem Ding da, zu dem Teil. Und deswegen kriegt der Criterion von mir 5 von 10. Und was haben wir da für Noten? Jo, das deckt sich ziemlich mit meinen Statements. So, 2,83 von 5 bei 88 Votes. Das ist schon ziemlich aussagekräftig. Und dann haben wir 35 Reminders, auch am 6. Juli das erste Mal rausgekommen. So, hier jetzt, was haben wir da? Den Terminus! Und der Terminus... Alright, gar nicht mehr so schlecht aus. Auch von hinten sieht er nicht so schlecht aus. Ja, ich muss da immer inzwischen ein bisschen drauf achten, nachdem ich mir das Donnerpferd da geholt habe und das einfach nur von hinten scheiße aussah. Muss ich ehrlich sagen, von vorne cool, von hinten scheiße. Und sorry, ich guck halt nur, ich habe das Ding nun mal, wenn ich fliege, aus der Ansicht von hinten. Und dann sollte das auch dementsprechend wenigstens ein bisschen cool auch von hinten aussehen. Der Terminus, ja, sieht nicht schlecht auch von hinten aus. Jetzt gucken wir mal, wie sieht das Ding von vorne und von der Seite aus. Eigentlich ganz nice. Interessant auf jeden Fall. 7 von 10 für den Terminus von mir. Jetzt schauen wir doch mal, wie sieht's denn aus beim Terminus. So, der Terminus. Ui, 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 ui. 4,8 von 5 bei 10 Votes. Am 8. Juli 2018 auch erstmal drin gewesen. Aber nur 32 Reminders. So. Dann sind wir auch schon hier mit dem Oblivion Pack dann durch. Dann sind wir bei der Death Valley Picke. Und ja, das ist, könnte schon, das sowas könnte bei mir im Zimmer hängen. Hier so. So ein Schädel da. Death Valley. Was haben wir da? Die Picke. Whenever you need a skull on a stick, the Death Valley Pickaxe is there for you. Kriegt von mir tatsächlich 6 von 10. So, dann gucken wir mal, was hat das Ding hier? So, ne, das war der Terminus. Wo ist die Death Valley? Die Death Valley Picke ist das da. Und das sind die Noten 3,22 von 5 bei 9 Votes. Flippin' Sexy. Und Flippin' Sexy kriegt von mir 8 von 10. Flippin' Sexy. So, Kult, absoluter Kult-Emote.
4,82 von 5 bei 11 Votes. Am 5. März 2018 das erste Mal drin gewesen. 49 Reminders. Dann haben wir den Jungle Scout und sorry Leute, ich weiß, ihr liebt diese Default Skins. Ich finde, der sieht mega kacke aus. Der sieht wirklich kacke aus, ja. Und der kriegt von mir auch tatsächlich, ich weiß, jetzt rasten wieder einige aus. Der gleich, der hat echt einen an der Waffel. Ja, ich finde den total schön. Nee, der ist nicht schön. Kriegt von mir einen von 10. Ich finde, das ist einer der hässlichsten No-Skins, die es überhaupt gibt, der Jungle Scout, ja. So, jetzt gucken wir mal, der Jungle Scout. Alter Vater, ehrlich war, ey, ich check's nicht, ja. Also, 4,21 von 5 bei 24 Votes. 122 Reminders. So. Dann sind wir beim Prismatic und den finde ich, oh, den finde ich auch nicht wirklich schön. Das ist alles so hier so knallig, buntig mit rosa und allen möglichen komischen Farben und so weiter. Und es ist eben ein Standardgleiter. Der Prismatic ist ein Standardgleiter. Da finde ich nichts Besonderes dran. Ich finde, der sieht einfach nur kacke aus, der Prismatic. Und auch der kriegt von mir nur 3 von 10. Und dann schauen wir mal bei dem. Wie sieht's da aus? Da haben wir 3,18 von 5 bei 11 Votes, 10 Reminders. Am 12. November 2017 bereits das erste Mal drin gewesen. So, dann haben wir den Kommando. Der sieht immerhin ein bisschen besser aus als der Jungle Dingstar, Jungle Scout. Also, ist nicht so voll gesifft hier. Und auch so schwarz. Finde ich, sieht besser aus als das da. Komisch in diesem komischen Grün und Braun. Ja, ich meine, ist fast das Gleiche, aber immerhin sieht es ein bisschen besser aus und kriegt von mir, der Kommando kriegt von mir 3 von 10. Ich bin auch von dem nicht so wirklich begeistert. 4, sagen wir mal, 4 von 10. Ja, aber das ist 3 von 10. Ja, das ist aber auch dann alles. So. Und dann haben wir hier aktuell 3,96 von 5 bei 47 Votes. Mit 263 Reminders für den Kommando-Schwitzer-Skin. So, und dann haben wir den Behold. Look at this. Und der Behold kriegt von mir 7 von 10. Und ja, schauen wir doch mal, wie sieht es mein Behold aus. Da... Da haben wir nur 2,71 von 5 bei 7 Votes, 28 Reminders. So, ja, ich denke, das Ganze macht eben auch wirklich nur Sinn, dieser Behold, wenn du jemanden hast, so wie den Herrn sofort an deiner Seite, wo man dann sagen kann, oh, guck mal, was der geschafft hat, geil, oder? So, also, ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.